Ich finde, ich habe mich wunderschön mit meinem Plusl und meinem Kapaloris an die Theke gestellt. Kapaloris steht da so, als wenn er unbedingt einen Snack haben wollte. Er hat schon die Arme so hoch, er wartet nur drauf. Auf das kleine Stückchen Wurst, was man als Kind an der Wursttheke bekommen hat. Ach ja, aber eigentlich stand ich, glaube ich, draußen. Am Ende vom letzten Stream. Also bleibe ich da jetzt auch mal stehen. Wenn ihr übrigens im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hören solltet, ist das entweder mein Mann, aber im besten Fall oder im wahrscheinlichsten Fall sind es irgendwelche Leute draußen, die gefühlt ihre Bäume im Garten fällen. Ignoriert es einfach. Special Effects. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall das Spiel angefangen, hatten sehr, sehr viel Text. Meine Stimme war tot nach dem Stream. Kai und Gracie können das bezeugen. Die war schon ziemlich im Arsch, aber es war halt auch wirklich sehr viel Text. Ansonsten hatten wir auch sehr viele Tutorials, aber ich denke, die meisten davon sind jetzt auf jeden Fall auch durch. Und sind ein Pokémon Ranger geworden. Das ist, glaube ich, mit das Spannendste. Wir sind quasi in Herbstenau angekommen am Hafen, wurden da auch abgeholt, durften direkt so ein bisschen üben, wie es ist, ein Ranger zu sein, sind dann nach Ringstadt geflogen, was übrigens immer noch von Spring und von Frühling kommt. Ich liebe es, Weltbilder zu zerstören. Hatten unsere erste Anfängermission, haben dann als erste richtige Mission Professor Hastings eskortieren müssen, nach Herbstenau zurück und waren dann auf Patrouille mit ganz vielen süßen Eneko. Und ansonsten hatten wir auch noch die Power Rock Bande, die den Super Funcom geklaut hat. Also eigentlich ist ziemlich viel passiert. Wenn ich so drüber nachdenke. Und wir haben auch viele Leute kennengelernt. Und ansonsten habe ich immer noch mein kleines Türmchen hier, auf dem mein 3DS steht. Und hoffe, dass das mit dem Spielen heute genauso schön funktioniert wie beim letzten Mal. Ja. Da ich allerdings einmal überall war und ja auch eigentlich alle Nebenaufgaben gut gemeistert habe, selbst die Eneko habe ich ja ganz gut gefunden, und wir natürlich absolut nichts Verdächtiges gefunden haben in dieser Stadt, auch keine seltsame dunkle Fabrik oder sonst was, kann ich mich, denke ich, zurückmelden. Was gibt es denn? Kommst du mit deiner Arbeit zurecht? Wir haben es noch nicht geschafft, die Power Rock Bande zu lokalisieren. Behalte bitte deine Mission im Blick, das ist jetzt das Wichtigste. Okay. Hätte eigentlich gedacht, nur dass ich soweit alles gemacht hatte. Die Frage ist, wo ich jetzt noch hin muss. Wir untersuchen, wohin die Power Rock Bande verduftet ist. Es tut mir wirklich leid, aber wir mussten den Krokka-Tunnel schließen, bis die Untersuchungen hier abgeschlossen sind. Geil, du kommst hier also einfach nicht mehr raus. Lass mich mal überlegen. Wir haben auf jeden Fall die Stadt soweit erkundet. Okay. Und sind noch nicht in die nächste Cutscene gelaufen. Ich wollte gerade überlegen, was habe ich so gemacht und wo kann ich eventuell noch hin? Cell, Dankeschön für 13 Monate Treue. Den Stream muss ich sehen, da kann ich nicht verschollen sein. Finde ich gut. Du bist Svenja, richtig? Ich bin eine Assistentin des Professors. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr beschäftigt bist, aber wir könnten trotzdem deine Hilfe im Labor gebrauchen. Würdest du uns helfen? Zum Labor geht es hier entlang. Let's go! Das Kapaloris gehört irgendwie auch schon zum Inventar, oder? Es sieht nicht glücklich aus. Wahrscheinlich, weil es keinen Snack bekommen hat in der Ranger-Basis, aber okay. Dann mal hinterher. Wenn ich übrigens, habe ich im letzten Stream ja schon gesagt, wie besoffen durch die Gegend eiere, dann liegt das daran, dass ich sie gerade blind steuere. Ich hatte heute nur Sprudel, ich schwör's. Dies ist Professor Hastings Labor. Folg mir bitte. Stimmt, das war, glaube ich, abgeschlossen. Svenja, darf ich dich um deine Hilfe bitten? Ich suche nach etwas im Untergeschoss, aber es ist stockdunkel dort unten. Keine Chance, da irgendetwas zu finden. Ich bat den Professor um Hilfe und er riet mir, mich an dich zu wenden. Es wäre sehr freundlich, wenn du mir helfen würdest, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Heißt das, ich gehe jetzt runter, drücke auf den Lichtschalter und das war's? Großartig, ich danke dir vielmals. Übrigens, der Professor bat mich darum, dir folgende Nachricht zukommen zu lassen. Hier ist der exakte Wortlaut. Im Untergeschoss des Leuchtturms lebt ein Pokémon namens Sterndo. Verwende die Fähigkeit des Sterndo, um Licht zu erzeugen, wo Licht benötigt wird. Stimmt. Ich erinnere mich daran. Ich hatte ja schon gesagt, ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern aus dem Spiel.
beziehungsweise noch nicht mal mehr dran, was wann kommt, welche Bosse, welche Missionen, weil es schon so lange her ist. Deswegen werden wir, glaube ich, sehr oft so Momente haben, wo ich mir denke, ah ja, weil das ist halt echt mehr als 10 Jahre her. Das war die Nachricht des Professors. Bitte fang ein Sterndo und bring es hierher. Was man erwarten würde als Pokémon Ranger, Waldbrände löschen, Steinschläge irgendwie beseitigen, böse Pokémon-Diebe stellen, was wir eigentlich machen müssen, Inekos suchen, Kisten wegschieben, Licht anschalten. Ist es hier wirklich so dunkel? Also man kann trotzdem alles sehen. So ist es ja nicht. Es ist halt echt krass, wenn man so ein Spiel so lange nicht gespielt hat und auch gar nicht mal so oft damals gespielt hat. Ich habe ja gesagt, das Spiel kam 2007 raus. Da habe ich es auch ein paar Mal gespielt. Ich glaube schon 2-3 Mal. Und dann kam ja 2008 Ranger 2. Und seitdem habe ich eigentlich dann nur noch Ranger 2 gespielt. Ranger 3 kam, glaube ich, 2010. Und dann habe ich eigentlich immer abwechselnd die beiden Spiele gespielt, weil mir das Gameplay einfach ein bisschen besser gefallen hat und weil es ja auch einfach ausgereifter war. Nichts gegen Ranger 1 an sich, aber fairerweise, ne, 2 und 3 abseits vom Gameplay an sich, waren halt in vielerlei Punkten auch alleine optisch und, ne, und so weiter und so fort schon ausgereifter. Ähnlich wie PMD 1 zu PMD 2. Deswegen habe ich das Spiel dann, oh hi, gar nicht mehr so wirklich angerührt. Tust du mir irgendwas an? Nein, du fliegst davon, okay. Und ich hab's halt, wie gesagt, ich erinnere mich an einige Bosse und an einige Missionen und Charaktere schon. Aber das dann wirklich irgendwie chronologisch zu ordnen, ist halt super schwierig. Und wenn dann solche Sachen kommen wie, ja, die Ineko-Quest oder Fang ein Stern, du das dann so, ach ja, irgendwas war da. Dieser Leuchtturm hat schon so manches Schiff sicher durch die See geleitet. Die Frage ist, wie ich da jetzt reinkomme. Hallo Ranger, wusstest du, dass es auf der anderen Seite des Meeres Menschen gibt, die mit Pokémon auf Abenteuerreise gehen? Man nennt sie Pokémon-Trainer. Das ist richtig cool, oder? Schon? Moment, da habe ich gerade was gesehen. Ach, guck mal, da wo das Relaxo lag. Ja, dann rein da. Quasi in die Kanalisation. Ihr Plusle könnte auch einfach Blitz einsetzen, aber das wäre zu einfach. Aber ich finde das immer noch cool, dafür, dass Ranger ja eigentlich recht alt ist und wahrscheinlich auch nicht unbedingt jedermanns Sache ist, dass trotzdem noch viele Leute wirklich Interesse daran haben. Ja. Hallo? Das Stern, du wehrst dich mit Zacken und Zacken. Beweg dich doch nicht so viel darum. Frechheit. Das ist voll das aggressive Stern, du einfach. Also ich finde das halt, wie gesagt, echt krass. Ich meine, ich kann verstehen, dass es für viele vielleicht so ein, dass so Inga sitzt auf der Leiter, so ein Kindheitsspiel ist und sehr nostalgisch oder andere Leute die Reihe vielleicht gar nicht gespielt haben und sich denken, hey, wenn wir jetzt eventuell Ranger 1, 2, 3 in der Reihenfolge machen, dann kann ich mir die ganze Reihe nochmal angucken und müsste mir nicht die veralteten Let's Plays angucken von 2 und 3 und 1 habe ich ja eh nie gemacht. Also das schon. Ich glaube, die stecken fest. Aber finde ich halt trotzdem krass, dass es sich immer noch so einer Beliebtheit erfreut, dass halt so viele Leute wirklich zugucken wollen. Also das finde ich echt cool. Hätte ich jetzt auch... Ich meine, das ist Pokémon, ja, aber hätte ich halt trotzdem nicht unbedingt erwartet, dass dann wirklich ihr mir die Bude stürmt. So, dann Kommando zurück, wenn ich jetzt wüsste, wo ich langgelaufen bin. Aber ich finde es bestimmt wieder. Da ist die Ranger-Basis, das ist schon mal gut. Ah, hier. So ein bisschen was finde ich. Was ist das denn für ein Pokémon? Welches von allen? Das muss ein Sterne sein. Mit Hilfe dieses Pokémon können wir Licht in die dunkelste Hütte bringen. Und das ist zudem ganz einfach. Berühre das Sterne und es wird seine Fähigkeit einsetzen. Denn weißt du, man kann einige Pokémon-Fähigkeiten ohne bestimmtes Ziel einsetzen. Nimm diese Sterne mit ins Untergeschoss und berühre es dann mit dem Touchpen. Ja, Kai. Ich glaube auch.
Aber Ranger verdient halt allgemein so viel mehr Aufmerksamkeit. Aber ich glaube halt auch einfach, viele Leute haben es damals gespielt, egal welchen Teil, und halt auch wirklich geliebt. Und das sind auch immer noch Leute, die wahrscheinlich auch heutzutage noch Fans der Reihe sind. Nur Punkt 1, es ist wahrscheinlich einfach nicht jedermanns Sache. Punkt 2, seit 2010, also jetzt seit über 10 Jahren, kam kein neues Spiel der Reihe raus. Deswegen kann man halt auch schlecht, ich sag mal, neue Leute auf die Reihe aufmerksam machen. Ich meine, Snap hat jetzt auch nach, keine Ahnung, 20 Jahren einen neuen Teil bekommen, aber das war wahrscheinlich auch realistischer als ein Spiel, was wirklich explizit für den 3DS ausgelegt ist, irgendwie auf die Switch zu porten. Nichtsdestotrotz, ich habe Hoffnungen, dass wir irgendwann nochmal einen Teil bekommen, also das will ich auch nicht unbedingt aufgeben. Ähnlich wie mit Pokepark zum Beispiel oder auch Colosseum und XD. Ich hoffe halt, ne, dass vielleicht irgendwann es eine Möglichkeit gibt, aber es ist natürlich schwer, ne, so ein wirklich sehr spezifisches 3DS- oder DS-Spiel dann irgendwie auf die Switch oder so zu packen. Deswegen glaube ich halt einfach, dass Ranger nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, weil es irgendwie einfach verjährt ist schon fast und ne, neue Leute da nicht unbedingt so aufmerksam drauf werden. Ach du meine Güte, das ist ja schon fast wieder zu hell. Jetzt werde ich alles ohne Probleme finden. Svenja, vielen Dank für deine Hilfe. Warum haben die ja eigentlich keine Lampe im Keller? Oh, hier ist es nicht. Und hier ist es ganz bestimmt auch nicht. Es ist zwar sehr gut, dass es jetzt hier hell ist, aber der schiere Umfang dieses Papierbergs demotiviert mich ein bisschen. Das kenne ich. Schwingen die Joy-Cons durch die Luft. Das wäre auch interessant. Ich meine, ansonsten erfreue ich mich auch einfach an den älteren Ranger-Teilen. Die sind ja trotzdem gut, aber, ne? Hier liegen komische Sachen herum. Wahrscheinlich ist halt sowas wie Pokepark 3 oder so schon realistischer. Daten von Pokémon, Rufe von Pokémon. Aber es ist trotzdem irgendwie sehr viel Stuff. Also wie gesagt, ich würde auch Pokepark 3 nehmen. Ich würde auch ein neues Mystery Dungeon nehmen, was auf dem Niveau von Mystery Dungeon 2 ist. Aber ich glaube, das ist einfach außerhalb der menschlichen Möglichkeiten. Oder halt ein Colosseum oder XD Remake für die Switch. Fände ich auch richtig cool. Aber Ranger hat einfach irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich finde halt auch einfach, Ranger hat das bessere Gameplay. Weil es ist immer so, dadurch, dass Mystery Dungeon und Ranger halt recht gleichzeitig rauskamen, kann man die immer so ein bisschen vergleichen. Ich kann halt nicht sagen, dass mir besser gefällt, aber ich finde, Ranger hat definitiv das bessere Gameplay und PMD die bessere Story. Ich liebe einfach beides. Was glaubst du hier eigentlich zu machen? Ich verstehe. Es ist Notstand, dass sich alle Ranger der Stadt auf die Suche nach der Power Rock Bande begeben haben. Daher solltest du also auf Patrouille gehen. In einem Rekruten wie dir fehlt es natürlich an Erfahrung, um selbst an so einer Mission teilnehmen zu können. Vielleicht etwa unfreundlich? Nimm es dir nicht so zu Herzen, Svenja. Warte, hast du auch etwas gehört? Das hört sich an, als wenn es vom Uhrturm kommen würde. Sieh da nicht so rum! Mitkommen! Ich frage mich, ob ich überhaupt schon mal im Uhrturm war im letzten Stream. Wieso tobt das Mashok denn so? Hör zu, versuche das Mashok zu fangen. Ich möchte mich davon überzeugen, wie gut du wirklich bist. Das dürfte das Mashok sein, was wir im letzten Stream vor der dunklen Fabrik auch gesehen haben. Hallo, wirst du jetzt dieses Pokémon fangen? So etwas nenne ich Glück, da bekomme ich doch glatt einen Fangversuch zu sehen, direkt vor meiner Nase. Okay. Wieso ist das Mashok denn so wild? Der Uhrturm wird zerstört. Jemand muss etwas unternehmen. Dann wollen wir doch mal gucken. Was kannst du? Oder was tust du? Huch! Rumspringen. Da. Da wollte er gerade die Eingabe nicht annehmen. Das hat aber schon 7 Kreise gehabt. Also das war im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Aber ich muss scheinbar auch so ein bisschen darauf achten, dass das Mashok genau da steht, wo die Blitze von Plusle auch hinkommen. Da war ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es ist noch reingelaufen. Von daher gesehen, alles gut. Haben wir das auch.
Ist es wirklich so, alle stehen dumm rum, wissen nicht, was sie machen sollen, oder sind sich zu fein, irgendwas zu machen? Ich weiß nicht, Kai, aber hast du gesehen, dass es so aussah, als wenn das Mashok nicht getroffen wurde am Anfang vom Plusles Angriff? Irgendwie erst gegen Ende, oder? Also es kam mir jetzt zumindest so vor. Aber ich meine, es ist mir auch egal, es hat ja funktioniert, ne? Du hast es geschafft. Vielen Dank, Ranger. Du warst sehr cool. Das war fantastisch. Ich habe zum ersten Mal einen Fangversuch gesehen. Das Mashok hat sich nach seinem Tobsuchtsanfall ganz und gar beruhigt. Toll, das miterleben zu dürfen. Ah, Ranger. Sehr gut gemacht. Das Wahrzeichen der Stadt war in Gefahr. Nice. Zählst du die Kreise mit? Nein, aber es steht ja drüber, wie viele Kreise ich ziehen muss. Also wahrscheinlich waren es sogar 8, weil nachdem ich den ersten Kreis gezogen hatte, dann stand ja 7 drüber. Dementsprechend waren es wahrscheinlich 8, aber egal. Ich nehme quasi immer die Zahl, die er mir anzeigt. Der Fangversuch war ganz okay. Keine Ahnung, warum das Mashok so wild wurde. Das Mashok wird sich auf den Weg in seine gewohnte Umgebung vollends beruhigen, wird es freilassen. Tschüss, Mashok. Wieso kehrst du nicht einstweilen zur Ranger-Basis zurück? Ich habe im Vergleich zu dir den Auftrag, die Power-Rock-Bande zu finden. Ja, hast du gut gemacht, Aria. Dieser Ranger, das ist derselbe Schnüffler, der sich bereits zuvor bei der Fabrik herumgetrieben hat. Und dieses dämliche Mashok hat sich einfach aus dem Staub gemacht, ohne auf mich zu hören. Konnte nicht einmal den knirschenden alten Turm zerstören. Total peinlich. Ja. Möchte ich ganz gerne. Ja, hier muss man die Kreise durchgehend ziehen. Ich meine, es hat mich damals als Kind nicht gestört, weil ich es nicht anders kannte. Es war halt das Gameplay, was mir so vorgestellt wurde als Kind. Aber nachdem ich dann 2 und 3 gespielt habe, war das dann schon so... angenehmer. Aber bislang klappt es ja auch so ganz gut. Ich habe ein bisschen Schiss vor manchen Bosskämpfen, aber kriegen wir alles hin. Willkommen zurück. Das war gute Arbeit. Die Einwohner von Herbsternau schienen mit deiner Arbeit zufrieden. Du hast die Rolle eines Rangers in der Gesellschaft verstanden und hart daran gearbeitet, sie zu erfüllen. Svenja, du hast dir eine Beförderung verdient. Ich befördere dich hiermit zu Ranger Rang 3. Hi, Puh! Ich meine, ich fühle mich jetzt nicht so tatsächlich wirklich verdient, weil ich nicht so viel gemacht habe, aber okay. Ich meine, den Leuten zu helfen ist auch wichtig. Und jetzt kann ich auch Gift verwenden. Ich glaube, beim letzten Mal war Kampf und jetzt können wir auch Gift einsetzen. Du kannst im Pokestärken der Gruppe Psycho verwenden. Oh, die nehme ich auch. Ich glaube, Kampf haben wir auch noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Ich hatte Makuhita zwar gefangen zwischenzeitlich, aber die Pokestärke noch gar nicht eingesetzt. Beförderungen haben auch noch andere Vorteile. Wenn du die Ranger-Ränge 3, 5, 7 und 9 erreichst, wird deiner Partnerleiste ein Segment hinzugefügt. Alle Funcoms verfügen zwar standardmäßig über 5 Segmente ihrer Partnerleiste, aber wir haben die Segmentzahl an die Ranger-Ränge angepasst, um den Druck auf das Partner-Pokémon in Grenzen zu halten. Dein Partner Plusle ist mittlerweile weitaus stärker, also kann es auch etwas mehr Druck verkraften. Ich werde also jetzt die erste Begrenzung von deinem Funcom entfernen. Svenja, du bist jetzt autorisiert, einen Funcom mit 2 Segmenten zu verwenden. Das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich cool erklärt. Nicht einfach so, ach ja, du hast jetzt eine Beförderung bekommen und random kann dein Partner-Pokémon plötzlich mehr einsetzen. Ich finde das tatsächlich ziemlich smart erklärt mit der Drosselung, definitiv. Ich war bei Teil 2 und 3 irgendwie mega enttäuscht, dass das Fangsystem nicht mehr so frustrierend war. Dann empfehle ich Pokémon Ranger 3 die Vergangenheitsmissionen alleine. Da hast du den ganzen Frustfaktor wieder zurück. Du hast nach der Eskorte von Professor Hastings eine Aufgabe nach der anderen erledigt. Fühlst du dich nicht ein bisschen müde? Anführer, die Situation im Wasserwerk ist am Überlaufen. Die Wasserleitungen sollten eigentlich sauber sein, aber ihnen entfließt ein ekelhafter Schlamm. So etwas sollte niemals vorkommen, als ob die Sache untersucht. Und was finde ich? Überall Slimer. Ich flehe Sie an, Anführer. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte tun Sie etwas. Diesen Gestank hält ja kein Mensch mehr aus. Herr Ingenieur, Sie sind hier genau an der richtigen Adresse.
Ich werde sofort einen Ranger zum Wasserwerk schicken, der sich des Problems annehmen wird. Ich wusste, dass Sie uns helfen würden, Anführer. Was uns beunruhigt, ist die Tatsache, dass noch nie zuvor Slimer im Wasserwerk aufgetreten sind. Wir können uns das nicht erklären, daher hatte ich gehofft, dass die Ranger uns vielleicht helfen könnten. Ich werde draußen warten. Lassen Sie uns bitte nicht im Stich, Anführer. Es scheint, als wäre bei den sich häufenden Problemen vorläufig kein Ende in Sicht. Leider haben wir aufgrund der Suche nach der Power Rock Bande immer noch nicht genügend Ranger in Herbsternau. Um ehrlich zu sein, Svenja, du bist im Moment der einzige Ranger ohne Auftrag. Also hast du leider keine Wahl und musst dir diese Mission akzeptieren. Das ist nun mal das Los eines Rangers. Momentan haben wir einfach keine Wahl. Fangen also die Slimer, welche das Wasserwerk überrannt haben. Das ist deine Mission. Die gefangenen Slimer müssen an einen Ranger übergeben werden, der speziell für diese Aufgabe trainiert wurde. Svenja, du bist der einzige Ranger, auf den Herbsternau im Moment bauen kann. Vergiss das bitte nicht. Fairerweise, ich glaube, selbst wenn andere Ranger zur Verfügung stehen würden, niemand möchte in dieses stinkende, schleimige Wasserwerk reingehen. Es ist so diese Praktikantenaufgabe, wie Kaffee kochen oder Müll rausbringen. Und dementsprechend müssen wir jetzt ins Wasserwerk rein. Ich meine aber damals als Kind war das so die erste Mission, wo ich das Gefühl hatte, dass man ein bisschen mehr passiert als lauf durch den Wald und hör dir Tutorials an und suche Eneko und fange ein Sterndu. Also das war so die erste Mission, die sich für mich persönlich wirklich wie eine Mission angefühlt hat. Meine ich zumindest. Ranger, hier drüben! Okay, let's go! Oh, ich habe auch Kapaloris verloren. Feels bad. Dann nehme ich Snubbull mit. Nein, es wollte mir schon wieder in die Fanglinie beißen. Ich habe es genau gesehen. Was hast du eigentlich für eine Pokestärke? Normal, die haben wir auch noch gar nicht eingesetzt, ne? Und die war doch auch noch irgendwo ein Makuhita. Dann könnten wir nämlich Normal und Kampf uns auch mal angucken, wenn ich die mit reinnehmen darf. Nein! Ich muss mich echt mal wieder einspielen erstmal. Ist ja fürchterlich. Also mein Ego wird jedes Mal ein bisschen geknickt, wenn ich Schaden nehme, weil ich mir denke, das hätte nicht sein müssen. Aber okay. So. Dann einmal ins Wasserwerk. Slimer im Wasserwerk. Mission 3. Von Spencer. Joel hat mir die letzten Neuigkeiten übermittelt. Mit der Situation, in einer fremden Stadt zurückzukommen zu müssen, hast du dich ja gut arrangiert. Joel und ich sind beide viel zu sehr in die Untersuchungen über die Powerrock-Bande eingebunden, um uns um etwas anderes kümmern zu können. Das gibt dir wiederum die Freiheit, dich auf die Mission zu konzentrieren und Erfahrung zu sammeln. Auch aus diesem Grund möchte ich, dass du die Slimer-Mission durchführst. Mach uns stolz! Wird gemacht. Die Musik ist super hier drin. Das stimmt. Sieht doch irgendwie alles sehr interessant aus. Ich kann es nur nicht anklicken. Heiner? Bäh! Dieser Gestank ist unerträglich. Ich halte schon die ganze Zeit die Luft an. Du bist Svenja, oder? Ich wurde mit der Aufgabe betreut, die von dir gefangenen Slimer in Empfang zu nehmen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ikit, man kann diesen Gestank wirklich nur sehr schwer ertragen. Leider wird der Gestank auch noch schlimmer, je weiter du ins Wasserwerk vordringst. Ich werde also hier warten. Jedes Mal, wenn du einen Slimer fängst, werde ich zu dir kommen, um es in Empfang zu nehmen. Und danach schleunigst wieder zum Eingang sprinten. Oh Mann, ich ertrag das nicht mehr lange. Ich werde ab sofort die Luft anhalten. Na, ob das die beste Idee ist, weiß ich nicht. Ich finde das aber sehr lustig formuliert, dieses "er nimmt die Slimer in Empfang". Okay, dann gucken wir mal. Hier ist schon mal eine Sackgasse. Jetzt muss ich nur mal so ein bisschen nach unten gucken. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu doof für euch. Und hier ist so ein kleiner Wasserfall. Oh! Was machen denn die anderen Pokestärken, die ich jetzt habe? Ach, normal? Kann ich gar nicht benutzen. Oder normal bringt einfach nichts. Ich weiß es gerade nicht. Dann habe ich hier Kampf.
Ziehe eine Fanglinie mit dieser Pokestärke und erziele damit den Effekt von zwei Fanglinien. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ich muss erstmal wieder überhaupt überlegen, was die ganzen Pokestärken machen, weil, wie schon mal gesagt, ich habe sie nicht sonderlich oft benutzt und es ist schon sehr lange her. Oh ja, das ist tatsächlich sehr angenehm. Gerade wenn du vielleicht auch mal Bosse hast, die sehr viele Kreise brauchen, dann kann man damit eigentlich ziemlich gut, ich sag mal, cheaten. Das ist schon nett. Weil ich will ja zumindest alles mal ausprobieren. Wenn du hier schon so rumstehst. Ja, für Bosse auf jeden Fall mega geil. Da gibt es mit Sicherheit einige Fähigkeiten, die man wirklich sehr gut nutzen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Dinger reinlatschen konnte. Aber ich bin jetzt einfach mal so stylisch und laufe außen rum. Es ist genauso, wie wenn ich draußen unterwegs bin mit meinen schönen Schuhen. Ich laufe ja auch nicht in jede Matschpfütze rein, weil ich es hinterher wieder sauber machen muss. Deswegen, ne? Gehe ich da gerne außen rum.